Messevorbereitungen sind voll im Gang. Hier sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa. Hier geht es gerade weiter. Equipment, Kleingedöns, Alben für die Messe, hier der Aufsteller für die Fotos, Kleider, Papeterie, das muss ich alles mitnehmen. Die sind leider nicht mit vor Ort. Und ja. Jetzt wird's viel. Ich bin riesig gespannt. Boah, geil. Wir haben einen wahnsinnigen Nachmittag hinter uns. Wir bereiten Style-Shoot-Messe, Inspirationsmesse vor. Und es war noch ein Riesenchaos. Ich habe gedacht, es wird nichts. Aber der Hammer, die liebe Fee Kirkling hat hier was gezaubert. Wir haben rumgeräumt, wir haben aufgebaut. Es ist so geil geworden. Ich freue mich auf morgen. Ich habe, ja, bisschen Schiss, wie es werden wird. Ich hoffe, das Wetter wird, weil sonst können wir draußen nicht shooten. Aber ich freue mich so, die Deko, die ist, oh, die ist so gut geworden. Ich freue mich mal. So, hier sind wir schon im Atelier vom lieben Stefan Wärmter. Er hat noch einige Schmuckstücke mitgebracht. Dann ist der liebe Jörg hier noch fleißig am Arbeiten. Wir haben nämlich hier die ersten Stände aufgebaut. Der lieben Maureen, Liebeszeremonie, sie singt nämlich und macht ganz tolle freie Trauungen. Mein Stand fast fertig. Und wir haben hier das Kleid der lieben Esther Hofmann. Da hinten wird es noch einen kleinen Stand der lieben Fee geben. Und hier haben wir noch. Hallo Fee! Hier hinten haben wir nämlich noch Torten der lieben Ute Cosmell, Kegan Moore. Der wird es morgen auch was geben. Es gibt nämlich noch kleine süße Sachen. Und für den Regenfall, oh Gott, haben wir hier nämlich noch was aufgebaut bekommen. Und ich kann nur eins sagen, ich bin sowas von. Ich drehe das mal. Ach so, ich bin sowas von überwältigt. Jörg, was sagst du? Wird's gut? Super, super, super. Yeek! Wird voll geil. Oh, voll gut, voll gut, voll gut. Hier nochmal ein Stand mit der lieben Eva. Genau. Bin riesig gespannt. Ja, Hammer, Hammer. So wird das morgen, ne? Der liebe Stefan, sehr gut gemacht. Ja, klar. Tolle Papeterie. Und so könnte ein Platz ausschauen. Und hier ist einmal die Deko. Wir haben hier sogar einen coolen Lichterhimmel. Und diese Wolken, ich finde die ja cool. Die Eva hat mal wieder grandiose Papeterie. Eva von Zweiklein. Wirklich, wirklich schöne, reduzierte, ganz, ganz elegante, schöne, schöne Papeterie erstellt. Ich liebe das. So, und hier haben wir noch eine geile Sitzlounge. Cheers! Finde ich ja cool. Lisa von Happy Flair hat hier mir ein bisschen meinen Stand aufgehübscht. Wo ich sehr dankbar bin, muss ich wirklich sagen. Schaut cool aus. Kleine Location für eine freie Trauung. Falls das Wetter schlecht wird, bin ich echt schön geworden. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir sind jetzt soweit. Ich freue mich so, ich freue mich so. Das Wetter hält. Und wir sind schon 1,5 Stunden fleißig am Shooten. Und muss ich jetzt ein bisschen beeilen. Ich freue mich voll. Es ist so schön geworden. Da hat aber jemand Spaß. Tigerente, ich war früher im Tigerentenclub. Wahnsinn. Der Bulli ist schon da, die Käthe. Und ich kann halt einfach nur sagen, geil, coole Deko, coole Käthe. Ist einfach nur cool. Da hinten steht die liebe Fee Kirkling. Die hat die ganz tolle Deko gemacht. Der Jochum, der heute mitfilmt. Und das Kleid der lieben Esther. Jetzt geht's mal los. Und kann losgehen. Sonne scheint auf.
Ganz schön viele nette junge Paare da. Läuft gut. Ich habe die ersten Bilder hier hinten von heute schon bearbeitet. Ja, bin mal gespannt, wer noch alles kommt. Hallo. Wie ist die Messe? Cool. Ist geil, ne? Ja. Viele Leute da, mehr als erwartet. Vor allen Dingen, alle sind sehr interessiert. Wetter passt auch. Tolles Shooting. Super schön. Was bekommt man bei dir? Kaffee. Aber im Moment nicht. Wo findet man dich? Für den Bulli, für die Kette, zum Fahren, zur Location, von der Location, zum Shooting und den Kaffeewagen, um leckeren Kaffee zu machen. www.kaffeepiccolo.de. Sehr gut. Cool. Ich freue mich, wie es weitergeht. Ach, die Maureen hat jetzt die letzte Trauung gehalten und die war einfach mega, mega, mega schön. Sie singt toll und sie hat so liebevoll gemacht, die Rede. Ich bin platt. Wir gehen jetzt gleich essen. Vielleicht kommen noch ein paar liebe Paare vorbei, aber ich fand es mega genial. Bilder sind da hinten auch jetzt wirklich ja, jetzt spannend. In Echtzeit hier sind die Fotos. Also wir haben echt gerödelt, aber es ist was Schönes rausgekommen. Ne? Ich bin so glücklich. So, Home Sweet Home zurück. Bin jetzt auch ziemlich fertig, muss ich sagen. Es war sehr, sehr schön, sehr, sehr anstrengend. Der letzte Backup läuft jetzt gerade und ich gehe jetzt schlafen. Ereignisreiches Wochenende, geile Erfahrung, erste Messe und ja, mal schauen, wie es jetzt rückwirkend war, ob neue liebe Paare dazukommen, Buchungen dazukommen und das nächste Mal weiter ausbauen, weiter Ideen sammeln, weiter verbessern, Stand verbessern. Müssen wir mal Gedanken machen, was man noch alles so machen kann. Aber fürs erste Mal als Resümee sehr, sehr gut. Kam auch, glaube ich, sehr, sehr gut an. So, allerdings, gute Nacht.